Willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Ich hatte gerade so einen kurzen Freeze-Moment. Ich wusste gerade nicht mehr, was mein Intro ist. Das hier ist der zweite Teil meiner Lipstick-Declutter-Serie. Das sollte eigentlich keine Serie sein, deswegen habe ich jetzt was anderes an als in dem Video. Aber ich wusste nicht zu dem Zeitpunkt, dass es so viel wird. Deswegen habe ich es dann einfach aufgeteilt in zwei Teile. Und das hier ist der zweite Teil. Wer Teil 1 nicht gesehen hat, dem verlinke ich das gerne in der Infobox am Ende dieses Videos. Auf jeden Fall solltet ihr den vielleicht zuerst anschauen oder eigentlich ist es egal. Es ist eigentlich wirklich egal. Deswegen würde ich mal sagen, viel Spaß. Ich wechsle jetzt mal meine Klamotten. Ich hoffe, ihr habt euch einen Tee gemacht, weil das kann lange dauern. Meine Möchtegern-Frisur löst sich langsam schon auf. Wir kommen zu Jouer und da habe ich zwei Liquid Lipsticks. Und zwar einmal Bronze Rose und einmal Petal de Rose. Irgendwie sowas. Ich habe gehofft, dass ich den hier mehr mögen würde von der Farbe her. Aber er ist schön. Ich benutze ihn ab und zu mal, aber jetzt nicht super oft. Aber der hier, der ist richtig schön. Das ist die Petal de Rose Farbe, keine Ahnung. Ich mag die sehr gerne. Ich probiere die noch ein bisschen aus. Ich habe die noch nicht super lange. Deswegen bleiben die definitiv bei meiner Kollektion. Ich habe hier zwei Chanel Lippenstifte. Einmal den Rouge Coco in Adrienne, was so ein super schönes Nude ist, was ich sehr gerne benutze. Habe ich auch noch nicht besonders lange. Und einmal, was ich schon sehr lange habe, aber es sieht immer noch gut aus, ist der Rouge Allure Velvet in La Fascinante. Das war mein allererster Chanel Lippenstift. Und den habe ich gehütet. Wie ein Wachhund. Und die zwei behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch Dior. Was ist das bitte für eine seltsame Verpackung? Das ist der Diorific in 41 Etoile oder so. Ist auch eine super schöne Nude-Farbe. Müsste ich mir wieder auspacken. Irgendwie gefällt mir leider einfach diese Verpackung nicht. Und deswegen benutze ich ihn nie. Aber er ist schön. Den hat meine Mama mir mal geschenkt. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich glaube, ich muss ihn einfach mal wirklich so richtig penetrant irgendwo vorne hinstellen, damit ich ihn sehe. Aber es sieht halt schon so ein bisschen strange aus. Und dann habe ich hier noch den Dior Addict Extreme in 536. War wohl irgendwo eine Probe oder sowas. Ganz süß, ganz klein. Ist eine sehr schöne Farbe. Ist nicht deckend, sondern eher so ein, ja, so ein super leichtes, schönes, pflegendes Rot. Was es nicht mega auffällt. Den behalte ich auf jeden Fall auch. Fenty Beauty. Hier haben wir den Fenty Beauty Lip Gloss. Der hat keinen Namen. Das ist einfach diese Gloss-Dings, diese große. Den mag ich auch noch drauf. Ich mag den sehr. Ich benutze den total gerne. Ich habe den öfter auch dabei und ich mag ihn. Ich habe vor einer Weile ja überhaupt keinen Lip Gloss gemocht. Jetzt mag ich Lip Gloss. Der riecht auch richtig gut, finde ich. Riecht auch sehr süß, aber nicht ganz so komisch wie diese Lime Cream Dinger. Dann haben wir hier noch den Galaxy irgendwas Gloss in der Farbe Spacesuit. Das war von dieser Galaxy Kollektion mit der Lidschattenpalette. Behalte ich auch. Ist einer meiner liebsten Lipglosse tatsächlich, weil dieser Pink Shift so geil ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Ich kann mal versuchen, es euch zu zeigen. Aber der hat so einen mega, mega schönen Pink Shift. Und dann haben wir hier noch einen Lippenstift von Fenty in der Farbe Sci-Fly. Und den habe ich für meine Review damals gekauft und danach nie wieder benutzt. Ich gebe den weg. Also, der ist hübsch. Ist halt so ein Glitzerrot, aber ich trage das nicht. Ich trage das einfach nicht. Nie. Nie. Ich gebe den weg. Jeffree Star. Ich habe mich so lange dagegen gewehrt, Jeffree Star Produkte zu kaufen. Oh Gott. So lange. Aber eine Freundin von mir ist mega der Fan. Und dann habe ich mich irgendwann breitschlagen lassen, es auszuprobieren. Und ich muss zugeben, die sind schon ziemlich gut. Mein allererster war der hier. Das ist der schwarze in Weirdo. Der hat bei mir immer so ein bisschen so ausgeblutet. Wisst ihr, was ich meine? War ein bisschen tricky, aber stinkt halt auch leider. Abartig. Ganz schlimm. Die riechen aber nicht alle so. Die riechen alle unterschiedlich. Und ich hatte eine Nude-Phase. Könnt ihr das sehen? Ja. Nein, das ist nicht alles die gleiche Farbe. Ja, man braucht 5 Millionen Nude-Lippenstifte. Definitiv. Auf jeden Fall habe ich die noch nicht besonders lange und die behalte ich definitiv auch. Die sind sehr schön. Da sind zum Teil auch von Holiday-Kollektionen, glaube ich, irgendwas. Das ist einmal Rose Matter, I'm Shook, Gemini, Celebrity Skin und Mannequin. Und die sind wirklich sehr schön. Die behalte ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Melted Mattes von Too Faced. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist einmal Child Star und einmal Queen Bee und die Farben sind super schön. Allerdings sind die super trocken, also wirklich sehr, sehr trocken und meine Lippen sind immer sehr trocken. Und das ist ein kleines Problem. Das passt nicht so gut zusammen. An dieser Stelle hat meine Kamera mal wieder beschlossen, dass sie mich einfach
einfach ignorieren will. Ich bin heute so ein bisschen ungeschminkt unterwegs, weil ich gerade literally aus dem Bett gerollt bin. Ich glaube, also den hier habe ich schon öfter ausprobiert und der ist leider, der funktioniert einfach für mich nicht. Ich glaube, den gebe ich weg. Den anderen behalte ich jetzt mal noch. Vielleicht ist der nicht ganz so wie der andere. Ich weiß noch nicht, weil ich habe den noch nicht so lange. Deswegen werde ich Queen Bee behalten und Child Star weggeben. Dann haben wir hier Lime Crime. Und Lime Crime und ich, wir haben eine lange History. Ich habe ganz, ganz früher immer die Paletten gekauft. Und dann hatten die so ein bisschen Drama und dann habe ich nichts mehr gekauft. Und mittlerweile bin ich wieder so ein bisschen neutraler eingestellt. Und da habe ich jetzt erstmal die Diamond Crushers. Das sind Lip Topper. Folgendes Problem habe ich mit denen, die riechen so hart nach so Bubblegum und ich mag das überhaupt nicht. Und die sind relativ, wie soll man das sagen? Die sind einfach so nicht fleckig, weil das ist ein Topper, aber ungleichmäßig. Und trotz allem, wenn die runtertrocknen, sind die komplett trocken und das ist total geil, weil das einfach wie so Folie auf den Lippen ist. Das ist total cool. Also ich werde die behalten, einfach für so ein paar Effektsachen. Auch vielleicht so am Auge oder so irgendwas. Ne? Don't try this at home, kids. Aber deswegen werde ich die behalten, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, geht da raus und holt ihr euch, weil ich bin jetzt nicht so der Riesenfan. Natürlich habe ich auch noch einen Haufen Liquid Lipsticks von Lime Crime. Und da sind einfach so ein paar Farben dabei, die sind super spannend und ich mag die sehr, sehr gerne. Zum Beispiel dieses Khaki-Grün oder so ein Orange. Die werde ich behalten. Wie gesagt, ich mag die gerne. Ich habe auch noch so ein paar kleine Minis, die so metallisch sind. Die werde ich auch behalten, einfach weil ich sie süß finde und ich mag sie und warum sollte ich sie weggeben? Als letztes bei Lime Crime habe ich diesen Plushie hier. Das sind so, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so nicht ganz deckende Lippenstifte, aber die Farbe ist sehr, sehr schön. Und der ist einfach schön für den Alltag. Ich habe den auch noch nicht so lange und die Verpackung ist irgendwie mega niedlich. Deswegen werde ich den auch behalten, logisch. Was ich auch definitiv behalten werde, sind meine Melt Cosmetics Lippenstifte. Bin ich der größte Fan von dieser Formula? Nein, die sind schon sehr trocken. Also viele Leute sprechen irgendwie nicht darüber, aber die sind sehr trocken. Allerdings sind die Farben der Hammer und ich benutze die ganz gerne und ich habe die auch ganz gerne, einfach für Instagram und für Fotos, für Looks. Deswegen werde ich die behalten. Ich habe so ein paar richtig schöne Nude-Farben und ein paar richtig schöne auffällige Farben. Und ich weiß nicht, ich habe so eine kleine Schwäche für Melt Cosmetics, deswegen könnte ich es, glaube ich, allein deswegen schon nicht weggeben, weil ich mag sie. Ich habe dann auch noch von Art Deco so Liquid Lip Colors in metallischen Farben. Von denen hatte ich 5 und habe 2 behalten. Also diese 2 hier habe ich mal behalten. Aber die sind relativ klebrig und wenn man das nicht so gerne mag, dann sind das wahrscheinlich nicht so die Lippenstifte für euch. Allerdings fand ich es doch ganz cool irgendwie, das Konzept. Deswegen habe ich 2 behalten und 3 weggegeben. Außerdem habe ich auch noch von The Body Shop metallische Lippenstifte. Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich sie behalten habe oder nicht, weil ich habe sie jetzt gerade nicht gefunden. Es kann sein, dass ich sie aussortiert habe, weil sie metallisch sind und noch neu und ich sie deswegen meine Verlosungsbox gepackt habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist schon sehr lange her, als ich dieses Video gedreht habe. Deswegen muss ich da an dieser Stelle leider passen. Und bevor ich wieder entlasse zu meinem normalen Gesicht, habe ich hier noch von Kryolan Lippenstifte. Und da einmal ganz offizielles Statement. Ich mag die Kryolan Lippenstifte überhaupt nicht. Ich habe 4 Farben gekauft damals und die sind super wenig deckend, die sind streifig, die sind einfach nicht schön, aber ich habe 2 behalten und warum, das werde ich jetzt sagen. Und zwar habe ich hier einmal diesen UV Orange behalten, weil der tatsächlich sehr leuchtet und einfach so ein bisschen, ja, der ist halt einfach sehr UV-mäßig und für so bestimmte Special Looks oder sowas kann er noch irgendwie zu gebrauchen sein, aber insgesamt nicht. Und dann habe ich noch den blauen behalten, weil das auch ein UV-Lippenstift ist. Der ist echt von der Deckkraft und so nicht so geil, aber wie gesagt, das sind einfach so ein bisschen Special-Effects-Lippenstifte sozusagen, deswegen habe ich die behalten. Und bevor ihr alle wegrennt von meinem schlafenden Ich hier, würde ich mal sagen, ich gebe sie wieder zurück zu meinem Normalzustand. Hier haben wir einmal den Douglas-Lippenstift von der lieben Julia, aka X-Later. Das ist Heaven Lipstick Soft Matte Effect. In der Farbe Sweetie You. Ist super hübsch. Die Farbe ist sehr schön. Und auch vom Tragegefühl her sind die sehr hübsch. Deswegen behalte ich den definitiv. Hier habe ich einen und den habe ich erst gefunden, als ich für dieses Video alle Taschen aussortiert habe. Und zwar ist das der Madame L'Ombre in der Farbe 11. Und der war mal in irgendeiner Box drin. Ich glaube eine Glossy Box oder eine Pink Box oder so irgendwas. Und die Farbe ist so schön. Ich habe ihn vermisst. Ich habe mich immer gefragt, wo er abgeblieben ist. Schaut euch mal diese Farbe an. Oh,
so schön. Behalte ich definitiv. Hier haben wir Dose of Colors in der Farbe Truffle. Janine hat mir den empfohlen, weil das einer ihrer absoluten Lieblinge immer war. Ich weiß nicht, jetzt hat sie, glaube ich, andere Lieblinge, wie es so immer ist. Aber ich mag ihn sehr gerne. Der ist ein bisschen dickflüssiger, als ich erwartet habe, ein bisschen trockener, als ich erwartet habe. Aber die Farbe ist wunderschön. Ich glaube, ich mache den drauf. Ich möchte ihn drauf machen. Das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Nude. Wunderschönes Nude. Sehr, sehr schöne Untertöne. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich mag ihn sehr gerne. Hier haben wir einen Naked Urban Decay Lip Gloss. Das ist, glaube ich, schon sehr alt. Das ist Sesso. Da war in so einer Naked on the Run Palette, die ich schon sehr, sehr lange besitze. Und ich glaube, es ist Zeit, ihn gehen zu lassen. Er riecht wirklich nicht so gut. Ich weiß aber nicht, ob er immer schon so gerochen hat. Aber die Verpackung ist wunderschön. Aber er muss gehen. Als nächstes in der Runde haben wir Kat Von D. Und da habe ich erstmal diese zwei süßen Lippenstifte hier. Einen großen und einen kleinen. Das ist einmal Lolita und einmal Mercy. Der kleine ist Mercy, das ist so ein dunkler. Das war einfach nur so eine Probe, habe ich noch nie benutzt. Sieht aber voll schön aus. Und von der Textur her auch richtig hübsch. Also die Kat Von D Lippenstifte, ich habe nur einen so richtig ausprobiert bisher. Und zwar den hier und den mag ich sehr. Das ist wie gesagt Lolita. Das ist so richtig, auch wieder so eine Nude-Farbe, aber ein bisschen dunkler. Und ja, ich mag ihn sehr gerne. Ich habe den gekauft, weil ich den Lolita Liquid Lipstick so gerne mag und der sehr ähnlich aussieht. Und wenn wir schon davon reden, hier sind meine Kat Von D Liquid Lipsticks. Das sind eigentlich, lustigerweise, glaube ich, sogar meine liebsten Liquid Lipsticks und ich habe nur zwei davon. Warum? I don't know. Das sind einfach zwei Liquid Lipsticks, das ist Lolita und Lolita 2. Und das sind auch mit die schönsten Farben, wie ich finde, in der Kollektion. Ich finde die so schön. So, ich kann euch nicht sagen, wie schön ich diese Farben finde. Ich liebe sie, ich behalte sie definitiv. Dann haben wir hier von Pixi ein Matte Last Liquid Lipstick. Und von der Farbe her ist er auch sehr hübsch. Aber ich glaube, dass ich ihn weggeben werde, bevor ich den irgendwie benutze oder sowas. Weil die Farbe ist sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand richtig viel Freude daran haben wird. Weil der erinnert mich ganz stark an den hier. Seht ihr, wie ähnlich die sich sind? Das ist der von Jouer, von gerade eben. Und die sehen sich so ähnlich, auch von der Verpackung her, nur dass es halt eine dickere, breitere Verpackung ist, dass ich, glaube ich, den einfach mal weggeben werde, weil der fast identisch ist und der mich sehr stark an den erinnert, einfach auch von der ganzen Aufmachung her. Deswegen kommt der in meine Verlosungsbox. Dann haben wir einen Ultra Plush Lip Gloss von Benefit. Richtig süß. Warum habe ich den nie gesehen? Der war irgendwie auch vergraben in Lollipop. Ich glaube, den gebe ich weg. Ich glaube, den gebe ich weg. Bevor ich den benutze, das muss nicht unbedingt sein, ich gebe den weg. Okay, hier haben wir einen wunderschönen Lippenstift. YSL. Wirklich wunderschön. Rouge Volupté Perle oder sowas. Keine Ahnung. Allerdings ist der so alt, dass er mittlerweile... Also ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht so orange aus da seitlich. Ich habe den selten benutzt, weil ich ihn zu hell gekauft habe. Das ist einfach eine Farbe, die ich kaum benutzen konnte. Und irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich liebe die Verpackung. Allein für die Verpackung würde ich ihn gerne behalten, aber das bringt mir ja nichts. Das kann ich so nicht mehr verantworten. Okay, nochmal Benefit. Ich habe hier Posy Balm und Binne Balm. Den habe ich noch gar nicht aufgemacht. Aber ich mag Posy Balm sehr gerne. Das ist einfach so ein Tinted Lip Balm. Und habe ich gerne dabei und ich glaube, dass der hier auch richtig, richtig schön sein wird. Ich werde die beide auf jeden Fall behalten. Und dann habe ich hier noch Punch Pop Liquid Lip Color von Benefit. Sieht sehr cool aus. Das sieht so cool aus. Würde ihn vielleicht noch behalten, falls ich so ein Full Face nur mit Benefit mache. Aber falls ich das nicht mache, dann gebe ich den auf jeden Fall weg, weil das ist zu schade. Der ist super süß. Und jetzt behalte ich ihn mal noch, aber wir gucken mal. Oh, die Kiste ist so gut wie leer. Ich habe hier nochmal zwei von By Terry. Rouge Expert Click Stick. Die werde ich auch noch behalten. Ich finde, die sehen super spannend aus. Und By Terry hat mir das süßeste Paket ever geschickt. Und da waren die auch drin. Und ich möchte sie gerne ausprobieren. Deswegen bleiben die auch mal in meiner Sammlung. Also ich muss sagen, obwohl ich viel von dieser gemischten Box hier behalten habe, tat es schon ein bisschen weh. Es tat wirklich ein bisschen weh, gerade der YSL Lippenstift. Aber was sein muss, muss sein. Und wenn wir gerade schon bei High-End sind, ich sehe hier drüben gerade meine Anastasia-Box, die fast so groß ist wie die NYX-Box. Niemand kann NYX übertreffen, was das betrifft. Aber Anastasia, wow, das ist viel. Da kann ich euch auch schon mal verraten, da werde ich eigentlich alles behalten, bis auf die Duplikate, aber wir schauen mal durch.
Ich habe vor geraumer Zeit mal von Anastasia ein Riesenpaket bekommen, wo das komplette Sortiment drin war. Und ich habe schon mal eine Weile vorher auch mal so ein Paket bekommen, wo auch vieles drin war. Und deswegen habe ich meine kompletten Liquid Lipsticks von Anastasia aussortiert. Und alle Duplikate sind hier drin, die komplett neu sind noch. Und die werde ich alle verlosen. Das sind sehr viele. Das sind wirklich viele. Da ist noch viel mehr drin. Ich kann sie nicht alle rausholen. Wir gucken mal. Auf jeden Fall werde ich definitiv was davon verlosen. Ganz normal auf Instagram oder hier irgendwo. Das schauen wir dann mal. Die gebe ich also schon mal genauso in dieser Box hier, in dieser Tasche hier, in meine kleine Verlosungsbox. Bei den Liquid Lipsticks haben wir hier erstmal komplett meine Nude-Palette. Ich bin so unglaublich dankbar für dieses Paket. Ich finde das so schön. Allein es anzuschauen ist so satisfying. Ihr wisst gar nicht, wie satisfying das ist. Ich möchte das niemals hergeben. Ich möchte die gerne alle behalten. Ich habe letztes Mal schon welche aussortiert und jetzt habe ich noch ein paar, viele neue dazu bekommen. Und ich werde sie behalten und in Ehren halten und mich freuen, dass ich sie besitze. Und ich finde einfach die Farbauswahl bei Anastasia so schön und die Verpackungen sind so schön und alles ist so schön. Das ist einfach so schön. Hier sind auch noch meine ganzen Nicht-Nude-Lippenfarben. Da sind auch ein paar dabei, wie zum Beispiel der hier, die so ein bisschen metallisch sind. Das ist zum Beispiel Sugar Plum, was sehr cool aussieht, was ich jetzt nicht super oft benutzen werde, aber wenn ich es behalte, dann von Anastasia, weil alles andere geht gar nicht klar. Außerdem ist hier auch ein schwarzer dabei, worüber ich mich sehr freue. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, ich bin schon so bereit dafür, aber sowas von bereit dafür. Wer hätte es gedacht? Es gibt noch mehr Anastasia-Lippenstifte. Wir schauen noch mal rein. Wie ich schon gesagt habe, werde ich eigentlich alles behalten, aber hier ist einmal die Lip Palette, die ich mir nie gekauft hätte, wurde mir dann geschickt von Great Beauty Bar. Sieht echt hübsch aus. Ich habe es dir einmal benutzt für ein Lip Art, war auch schön. Weil ich nichts anderes in dieser Art habe, werde ich sie behalten. Aber sie wird definitiv nicht super oft zum Einsatz kommen, weil ich es einfach ein bisschen unpraktisch finde. Dann habe ich hier die Matte Lipsticks von Anastasia. Die komplette Kollektion. Natürlich die komplette Kollektion. Wer hätte es gedacht? Ich bin so fasziniert davon. Ich werde sie definitiv behalten, weil das sind auch welche, die ich mir in so einen Aufsteller machen werde, glaube ich. Mein einziges Problem damit ist, dass man wieder nicht sehen kann, was drin ist. Und das wird bedeuten, dass ich die nicht oft benutzen werde, weil ich einfach mir nicht merken kann, bei, keine Ahnung, 30 Lippenstiften oder noch mehr, ich weiß es gar nicht, welcher wie heißt, wenn ich sie noch nie benutzt habe. Und das ist ein bisschen sad. Ich werde sie dann irgendwie sortieren, dass sie in meinem Aufsteller irgendwie schon so nach Farben sortiert sind, damit ich weiß, okay, das ist die Nude-Seite, da gucke ich mal durch. Aber ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht klebe ich hier irgendwas drauf mit so einer Farbe und dann schauen wir mal. Aber bis dahin, ich behalte die definitiv, die sind neu reingekommen bei mir. Ich habe die noch nicht lange. Allerdings habe ich auch noch das hier bekommen und das ist so ein kleines, süßes Matte Lipstick Set mit Mini-Lippenstiften. Und das sind alles so schöne rosa-pink-Farben und ein bisschen Plum. Wunderschön. Einer davon ist auch bei den normalen Lippenstiften, glaube ich, dabei. Ich glaube Orchid, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber weil ich dieses Set so süß finde und ich glaube, ich genug Anastasia-Lippenstifte habe mit dem ganzen, was ich hier gerade gezeigt habe, werde ich das hier in meine Verlosungsbox geben. Ich glaube, da wird sich jemand definitiv drüber freuen, weil das ist echt super hübsch und mega niedlich. Die sind so süß klein. Deswegen gebe ich die in meine Verlosungsbox und irgendjemand freut sich sicherlich darüber. Bei den Lipglossen habe ich Minis. Einen Haufen Minis, die ich definitiv behalten werde, weil das sehr praktisch ist. Das hier sind einfach nur die Lipglosse von Anastasia in klein. Und die Farben sind sehr schön. Ich mag die Textur von denen total gerne. Ich habe damit, glaube ich, sogar wieder angefangen, Lipglosse zu benutzen, weil ich habe nie Lipglosse gemocht. Was ich machen werde, ich werde die Farben durchschauen und mit den normalen Lipglossen abgleichen, weil von denen habe ich auch alle. Wie gesagt, wurden die mir ja geschickt und da habe ich eine komplette Kollektion bekommen, was super, super, super cool ist. Ich war so schockiert, als ich dieses Paket aufgemacht habe. Auf jeden Fall werde ich einfach die Farben aussortieren, die ich in klein habe, weil ich die einfach behalte, weil ich niemals so ein komplettes Ding leer bekommen werde. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, was es sein wird, weil ich meine Ordnung nicht komplett zerstören möchte, weil es so schön aussieht gerade. Aber beim Einräumen werde ich dann einfach die aussortieren, die ich doppelt habe. Und dann kriegt ihr die. Wow, that was a challenge. Wenn ihr dachtet, dass es damit getan ist, habt ihr sehr falsch gedacht. Ich habe hier noch mehr NYX-Produkte. Das sind die NYX Lip of the Day Liner oder so. Ich habe mehr als diese Farben. Wo sind sie? I don't know. Wahrscheinlich irgendwie in die Eyeliner reingekommen, weil die halt aussehen wie Eyeliner. Sind für Lip Art ganz cool. Also die sind nicht optimal, aber ich werde sie definitiv behalten, weil ich ab und zu dann doch ein bisschen Lip Art mache
Und dafür sind die wirklich ganz cool. Außerdem habe ich auch noch die hier und die mag ich tatsächlich sehr gerne. Das sind die Duo, Ombre Lip Duos von NYX. Und da ist einfach auf einer Seite so ein dickeres, was ein bisschen weicher ist. Und auf der anderen Seite ein bisschen dünner. Oh, ist gerade abgebrochen. Oh, oh, oh. Ich werde nicht alle behalten, glaube ich. Okay, ich wollte eigentlich mehr aussortieren, aber ich kann es gerade einfach nicht übers Herz bringen. Ich sortiere jetzt die drei hier aus. Razzle and Dazzle, Peaches and Cream und Hollywood and Wine. Sehen sehr cool aus, von denen habe ich sogar zwei, die ich jetzt beide in diese Box tue. Die anderen werde ich behalten, weil ich doch die Farbkombi ist einfach echt geil finde. Und die ich offen hatte, werde ich auch behalten, weil das macht Sinn. Also die bleiben in meiner Kollektion und die anderen kommen weg. Als nächstes haben wir hier zu Eva. Da habe ich einmal zwei normale Lippenstifte, die NYX Cream Lipsticks. Einmal in so einem schönen Pink und einmal in so einem schönen Peach. Die finde ich beide sehr schön. Ich glaube, die behalte ich. Mir gefällt auch die Verpackung gut, weil es einfach magnetisch ist. Es ist so... Ich finde es voll cool. Und dann habe ich noch das hier, Pure Lacquer Lips. In der Farbe Senso. Und das ist einfach so ein mega Rot. Eigentlich so ein Lipgloss, glaube ich. Und den werde ich weggeben. Habe ich leider schon mal benutzt. Das heißt, der kommt nicht in meine Verlosungsbox. Aber ich werde ihn auf jeden Fall weggeben, weil ich ihn einfach nicht benutze. Als nächstes haben wir hier eine komplette Kiste mit Essence-Lippenstiften. Dann haben wir erstmal die ganz normalen Lipsticks. Ich weiß nicht, ob die so einen Namen haben. Die ganz normalen Lipsticks halt. In sehr vielen Farben. Ich weiß nicht, ob das die komplette Kollektion ist. Wurde mir auch irgendwann mal zugeschickt. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Die werde ich definitiv alle behalten, weil das eine sehr, sehr schöne Drogerie. Einfach Alternativen zu teuren Lippenstiften. Gerade für Tutorials und sowas werde ich die definitiv gebrauchen können. Finde ich auch sehr schön, auch von der Verpackung, dass man hier einfach so ein bisschen die Farbe sieht. Finde ich sehr hübsch. Deswegen bleiben die bei mir. Dann habe ich hier zwei von den Metal Shock Lippenstiften. Die, der hier ist noch komplett neu. Ist der andere auch neu? Ja. Dann werde ich die beide weggeben, weil metallisch, bla bla bla, brauche ich nicht unbedingt. Die gebe ich weg. Da haben wir hier zwei aus einer sehr süßen LE. 50s Girls Reloaded, Back to the Roots und I'm Sailing. Diesen I'm Sailing habe ich so gerne gemocht. Das ist so ein Orange Peach. Der ist wirklich sehr schön. Eigentlich muss ich die mal wieder auspacken. Ich glaube, die behalte ich noch. Ich finde auch die Verpackung super niedlich. Und das Rot hat mich immer so ein bisschen an Ruby Woo erinnert. Nur nicht in matt, sondern ein bisschen glänzender. Auch von der Textur her, der ist wunderschön. Also die behalte ich, glaube ich, noch. Oh, Essence Metal Shock Lip Paint habe ich für... Oh, für was war das denn? Für ein Video mit Julia war das, glaube ich, benutzt. Finde ich ganz schlimm. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Streifig, fleckig, ganz schlimm. Den gebe ich weg. Falls ihn irgendjemand haben will von meinen Freunden oder so, was ich bezweifle. Aber ich mache mal die Box und sonst schmeiße ich ihn einfach weg, weil das ist wirklich nicht gut. Oh, wow. Ich erinnere mich. Schaut euch mal die hier an. Kennt ihr die noch? Ich weiß nicht, wie alt die sind. Liquid Lipsticks. Bestimmt schon richtig alt. Ich habe keine Ahnung. Die mochte ich tatsächlich sehr gerne. Es waren aber mehr Lipgloss als Liquid Lipsticks. Aber ich glaube, ihre Zeit ist gekommen. Ich glaube, wir müssen uns trennen. Ich fand die Verpackung sehr schön, aber Essence ist ja eh immer gut darin, die Sachen wegzugeben, die ich mag. Und ansonsten ist es mir vielleicht auch ein bisschen zu unsicher, weil ich nicht weiß, wie lange die schon offen sind. Deswegen schmeiße ich die raus. Bye bye. Es war schön mit euch. Gleiches gilt leider für die hier. Das sind die Stay With Me Lipglosse. Ich habe die so gerne gemocht. So gerne. Und dann wurden sie rausgenommen und dann war ich traurig. Dann habe ich sie nicht mehr benutzt. Und ich glaube, das kann ich nicht verantworten. Die hier sind noch länger als die anderen, glaube ich, bei mir, die ich gerade rausgeschmissen habe. Deswegen ist es Zeit, uns zu trennen. Wir müssen es leider tun. Als nächstes habe ich hier die zwei hier. Das ist einmal einer von diesen weißen Lippenstiften und einer von dieser Nude-Kollektion Long Lasting Lipstick in Nude. Ich weiß nicht, ob es eine LE war oder sonst irgendwas. Ist eine sehr schöne Farbe, werde ich auf jeden Fall behalten. Mag ich sehr gerne. Den weißen, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht. Ich werde ihn behalten. Vielleicht kann ich ihn für Spooktober für irgendwas benutzen. Ich glaube, sonst wird man den nicht wirklich brauchen. Deswegen bringt es auch anderen Leuten nichts. Ich behalte ihn einfach mal. Oh, schaut mal, wie süß. Mini-Lipglosse von Essence. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht so lange. Die sind auch noch komplett neu. Ich werde die mal behalten. Das ist bestimmt süß für die Handtasche oder sowas. Dann haben wir hier den Holo Wow Dewy Lipshine Lipgloss. Den hat Luisa, glaube ich, hier gelassen. Ich weiß nicht, ob sie ihn noch haben will. Luisa, hi, falls du es gerade schaust. Möchtest du ihn noch haben? Sonst behalte ich den nämlich. Weil ich finde die Farbe sehr cool. Das ist einfach so ein Duochrome. So ein Gold, Pink, Peach. Irgendwie sowas. Finde ich sehr schön. Und deswegen werde ich den behalten. Falls du ihn haben willst, Luisa, melde dich gerne. Ich gebe ihn dir gerne wieder zurück. Dann haben wir hier Happy Girls Are Pretty Sheer Lip Balm. Das war eine LE. Das ist schon länger her. Der sieht mitgenommen aus. Sieht einfach nicht mehr so aus, wie es sein soll. Deswegen werde ich den
leider wegschmeißen, auch wenn die Farbe sehr, sehr schön war. Noch mehr Lipglosse, wieder von Essence. Das sind hier mal die Shine, 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 Wet Look Lipglosse und einen einzigen von den Matte Long Lasting Lipglossen. Die werde ich, glaube ich, noch behalten. Ich glaube, es ist ganz gut, solche Alternativen zu haben für die Drogerie, gerade für günstigere Videos. Dann haben wir hier nochmal zwei Lippenstifte. Ich bin mir nicht sicher, aus welcher Kollektion die sind. Sieht doch komplett neu aus. Ich glaube, das sind so ein bisschen sheer Lippenstifte. Der hier ist nicht neu. Und ah ja, okay. Das sind komplett sehr, sehr, sehr durchsichtige Lippenstifte. Glaube ich, sehr schön für den Alltag. Ich glaube, die behalte ich auch. Okay, hier haben wir die XXL Nude Lipglosse. Die mochte ich auch super gerne. Ich weiß aber nicht, wie alt die sind. Ich glaube, die sind noch nicht ganz so alt. Schau mal, seht ihr diesen grünen hier? So ein Khaki-Grün. Habe ich selbst gemacht. Ich war bei Essence bei irgendeinem Event und da haben wir einen Lipgloss selbst gemacht und das war meine Farbe, weil ich die irgendwie cool fand. Ja, ich bin seltsam. Also meinen persönlichen Lipgloss, den behalte ich definitiv. Und bei den anderen, ja, da sind ein paar Matt-Effekt-Lipglosse anscheinend dabei. Ich glaube, die behalte ich mal noch. Nicht mehr besonders lange, aber noch ein bisschen. Okay, wir kommen dem Ende langsam näher, aber wir sind noch nicht ganz da. Ich habe jetzt hier noch eine komplette Dings voll und noch eine. Und hier ist sehr viel gemischt. Da schauen wir jetzt einmal rein. Hier haben wir einmal die P2 Pure Color Lipsticks. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Da sehen auch einige richtig gruselig aus. Ich habe die so gerne gemocht. So gerne, aber es ist einfach viel zu lange her. Die schmeiße ich alle raus. Es ist Zeit. Es ist definitiv Zeit, die wegzuschmeißen. Die sehen nicht mehr so ganz normal aus. Es war schön mit ihnen, aber es ist Zeit zu gehen. Dann haben wir hier Metal Matte Lip Cream von U-Star. Ach, das war für mein Douglas-Video. Ja, den finde ich eigentlich ganz schön. Der ist auch gar nicht so metallisch. Ich glaube, den mochte ich auch ganz gerne. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber den werde ich auf jeden Fall behalten. Oh, Alverde Dusty Nude habe ich auch für irgendein Video gekauft. Ach ja, für Hey Violet. Für das Hey Violet Tutorial. Ist einfach sehr hell. Ich werde den mal behalten, falls ich so eine Farbe nochmal brauchen sollte für ein Tutorial, weil so ganz hell neutral pinke sind gar nicht so leicht zu finden. Aber es ist nicht mein Favorite. Dann haben wir hier neue P2 Lippenstifte, beziehungsweise nicht ganz neu, aber im Gegensatz zu den anderen neu. Und zwar die Full Matte Lipsticks in Require More Spread Knowledge und Sign Me Up. Die sind sehr schön, ich mag die. Kurzer Tipp am Rande, dieser Lime Crime Lippenstift, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit Cheryl, falls ihr meinen Cheryl Tutorial nicht gesehen habt, das hier ist ein 1:1 Dupe dazu. Die sehen genau gleich aus, die sind beide sehr matt. Natürlich ist das eine Liquid Lipstick und das hier nicht. Aber 1:1 gleiche Farbe, wenn ihr diese Cheryl Farbe haben wollt. Das hier, das ist Spread Knowledge von P2. Die werde ich auch behalten. Als nächstes in der Runde haben wir Sleek und von Sleek habe ich nicht viel. Einmal habe ich hier die Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream in Birthday Suit. Finde ich sehr schön, ist es nicht besonders, aber ich habe nur einen einzigen Sleek Lippenstift. Ich glaube, das kann ich noch verantworten, den zu behalten. Und dann habe ich hier noch diese Pout Paints, beziehungsweise eine davon, in Weiß, weil ich die für meinen Full Face of Liquid Lipsticks benutzt habe. Und das ist auch interessant zu haben, glaube ich. Also falls ich mal irgendwas mischen muss oder so für Oktober oder irgendwas. Also ich glaube, das hier ist so ein Produkt, das ist sehr vielseitig einsetzbar. Deswegen werde ich das auf jeden Fall auch noch behalten. Dann haben wir hier von Primark diesen matten Lippenstift in der Farbe Naked, glaube ich. Und das ist... Oh shit, der ist gerade rausgebrochen. Ich wollte ihn gerade loben und er bricht raus. Why you do this to me? Ich finde irgendwie, dass der gut riecht. Ich bin ein bisschen traurig, dass er gerade rausgebrochen ist, aber es ging ja wieder rein. Ich werde ihn auf jeden Fall behalten. Ich mag den sehr gerne. Tatsächlich, für 2 Euro. Mag ich sehr. Und dann haben wir hier noch von Barry M. diesen Genie-Lippenstift, der grün ist, der dann einfach die Farbe wechselt. Hat mir Laura mal geschenkt. Und ich warte die ganze Zeit darauf, ihn auszuprobieren. Also ich habe ihn schon mal geswatcht, es sieht gar nicht so aus, aber ich habe ihn schon ein paar Mal geswatcht sogar. Und das ist halt total freaky, weil der einfach die Farbe wechselt. Ich habe aber ein Video geplant dazu. Deswegen werde ich darauf gar nicht weiter eingehen und den gleich wieder ganz brav einpacken, weil ich werde ihn brauchen. Dann haben wir hier Love Cosmetics. Hier haben wir 2 Lippenstifte. Und zwar einmal in so einem mega schönen, so ein rostiges Rot. Und der Matte ist in so einem Nude. Und einen von den Lipglossen habe ich auch noch. Den Lovelicious Caring Volume Gloss. In der Farbe 141 Opalescent Amenity oder so. Werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren, deswegen bleiben die bei mir. Hier haben wir 2 Revlon Lippenstifte. Und der eine gehört eigentlich meiner Mama. Was macht der in meiner Kollektion? Ich weiß es nicht. Mama, warum ist er hier? Das hier ist die Nummer 135 Blush. Er ist schon sehr alt. Ich glaube, ich schmeiße ihn jetzt einfach weg. Also ich habe genug Farben, die so in die Richtung gehen. Und ich schmeiß ihn weg. Mama, was du mit dem hier machen willst, weiß ich nicht.
behalte ihn oder schmeiß ihn weg. Ich würde ihn wegschmeißen persönlich. Deswegen kommt der jetzt leider raus. Oh, Kiko. Wow, ich habe einen Kiko-Lippenstift. Den habe ich auch schon sehr lange. Das ist so ein Pink. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet so eine Farbe gekauft habe. Aber oh, der ist sehr schön. Ich war jetzt voll bereit, ihn wegzuschmeißen. Aber der ist wirklich wunderschön weich und cremig und schön. Das ist die Farbe 912, glaube ich. Ja gut, dann behalte ich ihn wohl doch. Ich wollte ihn gerade wegschmeißen, aber manchmal sind Dinge nicht so, wie man gedacht hat. Auch von Kiko habe ich hier einen Super Gloss. Das ist so ein richtig, richtig schönes Nude mit so einem Orange Peach Unterton. Allerdings ist der so alt, dass ich weiß, dass er uralt ist und deswegen schmeiße ich ihn weg, obwohl ich ihn sehr, sehr schön finde. Ich habe hier noch mehr Revlon. Das wusste ich gar nicht. Okay, Revlon in der Farbe Vava Violet. Ist so ein dunkles Lila. Habe ich noch nie ausprobiert, ist noch zu. Behalte ich, glaube ich, mal. Ich habe noch nicht so viel von Revlon ausprobiert. Dann haben wir hier den, oh, wie heißt denn das Ding? Die Revlon Ultra HD Gel Lip Color. Sieht sehr schön aus. Ist eine super neutrale Farbe. Allerdings werde ich die weggeben. Die erinnert mich nämlich ein bisschen an die von NYX, die ich behalten habe, vom ganzen Ding her. Deswegen werde ich die weggeben, weil die noch komplett zu ist. Auch wenn ich die sehr, sehr schön finde. Und dann habe ich noch zwei von den Liquid Lipsticks, die Matte Lip Colors. Die waren, glaube ich, in irgendeiner Goodie Bag oder so mal drin. Ich werde den pinken weggeben, weil ich das einfach nicht benutzen werde. Ich weiß es. Und wenn ich einen matten pinken will, dann werde ich wahrscheinlich den von Anastasia nehmen. Aber der hier, damn, der sieht doch sehr spannend aus. Ich glaube, den behalte ich. Den hier gebe ich weg. Der ist komplett neu noch. Deswegen kommt er in meine Verlosungsbox. Weiter, weiter. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Wir haben hier von BH Cosmetics die Illuminate by Ashley Tisdale Lip Glosse, glaube ich. Ich glaube, es war eine Lip Glosse. Oh, wie alt sind die denn jetzt schon? Als ich die bekommen habe, habe ich einfach nie Lipgloss getragen. Deswegen habe ich die noch nie ausprobiert, glaube ich. Nee, habe ich echt noch nie ausprobiert. Ich glaube, die behalte ich noch. Die müssten eigentlich noch okay sein. Die waren eigentlich auch die ganze Zeit zu. Deswegen, ja, die sehen echt schön aus. Ich werde die behalten. Ich bin ja momentan ein bisschen offener für Lipglosse. Deswegen kommen die auf jeden Fall in meine Kollektion. Dann haben wir hier auch von BH Cosmetics die Color Lock Lippenstifte. Okay. Wisst ihr was? Ich glaube, die gebe ich weg. Ich glaube nämlich, die wird es wahrscheinlich eh nicht mehr geben. Und dann nehme ich lieber neuere, falls ich so ein Video mache. Deswegen gebe ich die mal weg an Freunde oder so, weil die Farben sind sehr schön, die sehen sehr gut aus. Aber sie liegen bei mir irgendwie nur rum und deswegen gebe ich sie weg. Lip Paint von L'Oreal. Sehr geile Farbe. Das ist die Farbe Smoky Gray. Mega. Ich fand den so cool. Ich habe das ausprobiert, als ich mit Luisa das Video gedreht habe. Finde ich mega cool. Das ist ein Liquid Lipstick in einer sehr, sehr, sehr coolen Farbe. Ist einfach so ein Graubraun. Mega schön. Bald definitiv. Dann haben wir hier Manhattan Stay Matte, die Stay Matte Liquid Lip Color. War ich ja kein Fan von. Ich weiß nicht, ob ich sie behalten soll, falls ich nochmal so ein Full Face mache. Vielleicht gebe ich ihr nochmal eine Chance, weil ganz viele von euch haben geschrieben, dass ihr die mögt. Deswegen werde ich sie vielleicht noch behalten, weil es die einzige ist von Manhattan, die ich besitze. Und dann mal gucken. Hier haben wir Lip Couture Waterproof Liquid Lipstick. Ist der wirklich waterproof? Das möchte ich gerne wissen. In Cryptic. Den muss ich mal wieder rauskramen, weil der ist auch irgendwie voll untergegangen. Das ist so ein Grautop. Total schön. Dann haben wir hier die Matte Lip Cream von H&M. Ich glaube, die gebe ich weg. Ich werde die nicht benutzen. Das ist eine sehr schöne lila Farbe, aber ich werde die nicht benutzen. Deswegen irgendeine Freundin von mir oder so freut sich bestimmt darüber. Dann haben wir hier Holoshine von Misslyn. Das sind diese Lipglosse. Habe ich sehr gerne benutzt. Habe ich gerade erst ein Tutorial dazu gedreht. Ich habe allerdings jetzt so viele, die so in die Richtung gehen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich sie behalten soll. Wäre aber diese Farbe so cool. Das ist so ein Grau-Top-Lila-Braun. Ich glaube, die behalte ich noch. Ich finde die eigentlich echt cool. Dann haben wir hier nochmal zwei Lip Creams von H&M. Die werde ich behalten. Ich finde die eigentlich gar nicht so übel. Das sind Velvet Lip Creams, also nicht die ganz matten. Und die werde ich behalten. Dann haben wir hier Prisma Lip Glaze von Catrice. Auch ein, ja, wie so ein Topper Gloss. Sieht voll cool aus. Werde ich behalten. Und dann nochmal von Catrice, Made to Stay Smoothing Lip Polish. Habe ich irgendwie gefühlt schon 10 Jahre. Ist halt auch einfach so eine Farbe. Wieder so ein mega Pink. Also so ein, das ist halt nicht mal mehr ein Barbie-Pink, das ist schon Neon-Barbie-Pink. Und da ich solche Farben nicht benutze, werde ich ihn weggeben. Vielleicht will ihn irgendjemand, wer weiß, meine Freunde, die gerade zuschauen, falls ihr irgendwas haben wollt, sagt Bescheid. Hier haben wir noch mal Catrice Pure Hibiscus Cocoon aus einer LE. Habe ich mal gekauft, weil ich die LE reviewen wollte, ist nie passiert. Sieht so aus. Ich glaube, den gebe ich weg, weil der wirklich noch komplett neu ist. Und ich werde die Review nicht mehr machen, die ist nicht mehr aktuell, das ist schon länger her.
Deswegen werde ich ihn weggeben. Okay, noch mehr Catrice. Und zwar diese hier. Das sind die Ultimate Color Lipsticks. Gibt es die noch? Ich bin mir nicht sicher. 2 Nude-Farben und ein Mega-Pink. Den habe ich schon länger. Da erinnere ich mich dran, dass ich den mal gekauft habe, als ich so eine Pink-Phase hatte. Ja, ich hatte sie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Den werde ich definitiv weggeben. Ich werde das nicht mehr benutzen. Ich werde das auf gar keinen Fall benutzen. Die anderen zwei allerdings, die finde ich sehr schön. Oh mein Gott, schaut mal, wie viel ich benutzt habe. Wow. Habe ich den doch schon länger? Was habe ich damit gemacht? Habe ich damit irgendwas gemacht? Okay, Leute. Ich kann kaum glauben, dass ich das sage. Ich glaube, das war's. Wie gesagt, habe ich auch noch die ganzen Lip Liner gehabt. Also hier habe ich von NYX Lip Liner drin. Dann habe ich hier welche von Essence. Dann so Velvet Sticks von Essence, die auch super spannend sind. Ich finde die total gut eigentlich. Die werde ich einfach alle behalten. Ich werde meine ganzen Lip Liner behalten, weil ich sehr gerne viel Auswahl habe, auch was Preise betrifft. Also hier zum Beispiel sind meine ganzen günstigeren Lip Liner. Das ist alles Essence, Miss Lynn, hier ein bisschen Manhattan, Alverde. Da ist sehr viel dabei. Und bei meinen teureren haben wir hier jetzt die Huda Beauty Lip Liner, auf die ich mich sehr freue. Ganz viel Kylie, ein bisschen Colourpop. Was ich sagen muss bei den Kylie Lip Linern, die brechen irgendwann einfach komplett raus, was mich so traurig macht, weil ich die so gerne mochte. Aber ich kann einfach kaum verantworten, die zu empfehlen, weil die brechen einfach komplett raus. Ich habe sehr viel aussortiert. Ich weiß, ich werde wieder Kommentare bekommen, dass ich ja nur blöde Sachen aussortiere, aber das ist nicht wahr. Sollen wir mal gucken? Wir gucken mal zusammen. Diese komplette Kiste hier ist aussortiert und es sieht nach viel weniger aus, als es ist, weil die Kiste ist bis hier voll. Alles voll mit Lippenstiften, die neu sind und die verlost werden. Die Kiste hier ist auch gut voll geworden. Die ist für meine Freunde. Und die Kiste mit den Sachen, die ich wegschmeiße, ist auch relativ voll. Ich bin sehr zufrieden. Ich fühle mich ein bisschen besser. Meine Lippenstifte waren nämlich wirklich so ein bisschen chaotisch und deswegen war das gut, dass wir das gemacht haben. Das hier ist komplett voll mit Verlosungssachen. Das hier ist auch mit Verlosungssachen voll mit Anastasia. Das hier ist alles NYX und Maybelline, glaube ich. Und ich glaube, das ist sehr, 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 sehr viel. Ich hoffe, ihr habt dieses Video überlebt. Meine Make-up-Sammlung wird auf jeden Fall kommen, auch die Aufbewahrung, weil da freue ich mich sehr drauf. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich viele kleine Sachen, in die ich die Lippenstifte sehr gerne stelle. Das wird alles sehr spannend, sobald meine Make-up-Sammlung kommt, sobald mein Zimmer fertig ist. Wir bauen ja immer noch um, es ist immer noch Chaos hier. Auf jeden Fall findet ihr jetzt hier rechts mein letztes Video und mein letztes Declutter-Video, falls ihr das verpasst habt. Ich glaube, das war ein Highlighter, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Außerdem findet ihr hier meine Social-Media-Seiten, da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Hier könnt ihr mich abonnieren und hier könnt ihr auch meinen Musikkanal finden, falls ihr sehen wollt, wie ich singe. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!